Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Darf ich Sie um etwas Aufmerksamkeit bitten? Ich eröffne die 113. Plenarsitzung, stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zunächst zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 6 und 12. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD. Wo Schule draufsteht, muss auch Schule drin sein. Guter Unterricht benötigt ausgebildete Lehrkräfte. Drucksache 19/5201. Wird die Dringlichkeit hier bejaht? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 71 und zusammen mit den Tagesordnungspunkt 53 und 50 zu diesem Thema aufgerufen, wenn das so in Ordnung ist. 43 steht hier. Entschuldigung, Herr parlamentarischer Geschäftsführer, 43 und 50 zu diesem Thema. Weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend beitragsfreier Kindergartenbesuch, bessere Qualität der Kinderbetreuung und Ausbau der Betreuungsplätze bringen spürbare Verbesserungen des Bildungs- und Betreuungsangebots und spürbare Entlastung für Familien mit Kindern, Drucksache 19/5205. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 72 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Tagesordnungspunkt 42 zu diesem Thema aufgerufen werden. Kolleginnen und Kollegen, ich habe zwar ein Mikrofon, aber trotzdem ist es mir noch etwas unruhig im Moment. Zum Ablauf der Sitzung. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Und wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 42, mit dem der eben aufgenommene Tagesordnungspunkt 72 aufgerufen wird. Danach folgt Tagesordnungspunkt 47. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 43 zusammen mit 50 und 71. Heute fehlen entschuldigt Frau Staatsministerin Puttrich ab 10.45 Uhr, Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann ab 15 Uhr und Frau Abg. Hofmeier ist erkrankt. Noch ein Hinweis. Heute Abend um 19 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen die Stadtverordnetenversammlung Kicker Kassel antreten. Das Spiel findet statt in der Sportanlage Kleinfeldchen. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung ca. 18 Uhr kommen der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss und der Haushaltsausschuss zu einer gemeinsamen Sitzung in Sitzungsraum 501a zusammen. Und bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich noch unseren ehemaligen Kollegen Dietzel auf der Zuschauertribüne begrüßen. Herzlich willkommen.